Freunde, wahnsinnig guter Unterhaltung. Endlich sind wir wieder da. Wer hätte es gedacht? Aber die beiden coolen, duften Typen in der Einöde namens Darkboft und Charybdis, die leben tatsächlich noch. Die Insel ist immer noch nicht verlassen, denn zumindest wir sind noch hier mit unzähligen Mutanten und Pavian und keine Ahnung, was hier alles noch so ist. Aber wir haben unsere stille Ecke des Friedens noch, hier mit unserer netten Sitzgruppe. Darkboft mag sich nochmal hinsetzen für die Zuschauer, die Episode 1 bis 3 nicht gesehen haben. Okidoki. Gerne. Auf diese Bank hier, ne? Genau. Sehr schön. Man sieht auch, was das für eine Bank ist. Normalerweise setzt man sich auf diese Bank drauf. Hier nicht. Mhm. Hier benutzt man das dafür, um die Füße daran zu stemmen, damit man ein Gegengewicht hat und mit seinem Popo, den man natürlich in der Luft hält, so macht man das auf modernen Bänken, damit der nicht auf den Boden knallt. Sehr gute. Genau. Das ist echte Handwerkskunst. Also hier in Deutschland wird das bei so einem Designershop mal mindestens 1.000 Euro kosten, so eine Bank. Mindestens. Wenn nicht sogar das Doppelte. Ja. Und wer sich jetzt fragt, warum wir so Nonsens reden und nicht endlich loslegen, dem muss ich sagen, das ist eine sehr gute Frage, die ich gerade in diesem Moment nicht beantworten kann. Wir wissen noch nicht ganz genau, was wir, glaube ich, machen. Also wir hatten ja gesagt, ich baue mir jetzt auch noch so ein Hütchen. Ja, ich dachte jetzt vielleicht irgendwie was Kleineres. Genau, was Kleineres. Man kann auch ein Hausboot bauen. Ich will ein Hausboot haben. Das habe ich noch gar nicht gebaut. Das wäre eine super Sache. Dann bau du doch mal das. Ja, aber guck mal, kannst du auch diese Umrisse hier sehen? Siehst du die auch? Diese weißen Umrisse hier? Nee, die siehst nur du. Und du solltest vielleicht das Hausboot im Wasser bauen und nicht unbedingt hier. Ja, das ist es ja. Das Hausboot möchte gerne auf Grund gebaut werden. Das heißt, wenn ich das jetzt im Wasser bauen würde, würde ich das auf dem Grund des Sees bauen. Von daher sollte ich das vielleicht irgendwo. Es gibt ja auch neue Gegenstände, die wir uns so noch gar nicht angeschaut haben, nämlich zum Beispiel Medizinschrank, eine Snackbar. Und ich würde sagen, so eine Snackbar, das ist doch was Optimales. Die baue ich mir jetzt erstmal als erstes hier hinten schön an meinem Hütchen dran. Und das ist was. Ich versuche mal hier so ein Hausboot jetzt fertigzustellen. Und dann würde ich sagen, haben wir ja mal wieder eine optimale Arbeitsteilung. Ich denke, so ist das ganz hübsch. Da kann man die Lebensmittel immer gleich vor der Haustür lagern. Oh, warte mal. Kann ich das vielleicht? Oh, das habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Noch lieber hätte ich das natürlich. Oh, das geht. Das geht in der Hütte. Was geht in der Hütte? Diese Snackbar. Dann baue ich mir die natürlich in der Hütte. Dann kommen die Tiere nicht an meine Lebensmittel dran. So. Dann möchte ich natürlich jetzt das eine hier noch abreißen. Jetzt, oh Mensch, diese Tür, ne? Das ist nicht mal Ikea-Ware, was wir hier fabrizieren. Nicht mal Ikea-Ware. So, was brauche ich denn dafür? Ich brauche dafür 8 Holzstämme. Habe ich das gerade etwa richtig gesehen? 8 Holzstämme, nur für so ein kleines Lagerregal. Also das ist ja eigentlich wohl was, das ist ein Unding. Da müssen wir beide wohl nochmal für das nächste Abenteuer auf Ingenieurschule, damit wir ein bisschen effizienter lernen oder lernen, effizienter zu bauen. Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wir wissen doch alle, also vor allen Dingen jetzt du, der sich gerade denkt, was die da für Nonsens reden. Wir wissen doch alle, im Normalfall nimmt man einen so einen Baumstamm und schnitzt sich da sein Regal raus. Ja, und das macht man eigentlich normalerweise. Genau. Und ganz ehrlich, wenn man irgendwo gestrandet ist, ist einem doch auch sowas von egal, ob das jetzt hübsch ist oder nicht. Außer man heißt zufällig Charybdis und steht auf solche Sachen. Ist also ein kleiner Purist. Aber ansonsten, naja, komm, sind wir mal ehrlich. Hast du dir eigentlich mal überlegt, was wäre, wenn du wirklich mal irgendwie durch einen Flugzeugabsturz à la Lost irgendwo landen würdest, wo niemand so groß ist? Was würdest du tun? Ich versuche natürlich zu überleben, so wie mir das der gute Bear Grylls beibringt. Dass du nicht ein Messer nimmst, was du gerade findest und dir das in Kehle rammst, das war mir irgendwie klar. Aber man muss ja irgendwo mit anfangen. Also ich sag mal so, weiß nicht, man baut sich zuerst einen Unterschlupf oder man sammelt erstmal Essen. Was wäre deine? Ich würde mir nicht zuerst einen Unterschlupf und auch nicht essen. Ich würde als allererstes erstmal zunehmen. Hast du jetzt meine Stämme genommen? Nein. Natürlich hast du meine Stämme genommen. Da, okay. Also ich merke schon, unsere Siedlung wird nicht die hübscheste. Also so am Hang. Ich kann so dies nicht am Baum, auf dem Wasser direkt bauen. Das habe ich schon verstanden. Ich wollte das nur noch mal festhalten, dass es nicht das hübscheste etwas wird. Natürlich hast du meine Stämme genommen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Und wo sind die dann?
bei mir im Hausboot. Ja, wie gesagt, also wenn ich irgendwie so Flugzeug absturze und ich wäre einer von den Überlebenden, als erstes würde ich ein bisschen kundschaften gehen. So, wo kann man denn jetzt am besten vielleicht einen Unterschlupf bauen? Gibt es vielleicht irgendwo natürliche Höhlen oder Abhänge, an denen man gut irgendwie was bauen kann, damit man halt wind- und wettergeschützt ist? Ist halt auch so, dass man viel Wasser vielleicht braucht. Frisches Wasser natürlich, kein Salzwasser. Also ich muss ja sagen, das wären so das, Kriterien, das, die ich das ist kundschaften würde. Das ist irgend so eine Antwort, die mir, also die ich so sehr unrealistisch finde, weil das ist so, ich meine, sind wir jetzt mal ganz kurz ehrlich, es kommt doch erstmal darauf an, wo man landet. Landet man irgendwo auf einer Eisinsel, da muss man sich natürlich ganz anders vorbereiten und viel schneller dafür sorgen, dass man einen sicheren Unterschlupf hat, als wenn man irgendwo in der Karibik landet und im Notfall einfach auch mal draußen schlafen kann. Also das ist ja erstmal so eine Grundvoraussetzung. Also in der Karibik, klar, da kann ich mich erstmal ein bisschen umschauen. Ich meine, ja, dann ist es halt eben Nacht und was mache ich dann? Na, dann schlafe ich halt unter einem freien Himmel. Dann nehme mir ein paar Decken. Ich meine, wenn da noch viele Tiere sind, muss ich dran denken, dass ich ein bisschen höher schlafe. Da suche ich mir vielleicht Flugzeugabsturz, irgendeine Matte oder so, die ich zwischen zwei Bäumen klemmen kann, dass mir nichts passiert. Aber ansonsten ist das doch alles recht unkritisch. Aber wenn ich irgendwo in so einer Eislandschaft, Arktis, Antarktis. Das ist natürlich was anderes. Genau, da muss ich erstmal. Natürlich die Rahmenbedingungen erstmal klären, wenn du mich schon sowas fragst. Also nein, ich dachte natürlich, ich habe natürlich gehofft, natürlich. Ja, wow, lass mich mal ausreden. Ich habe natürlich gehofft, dass du eine intelligente Antwort gibst und genau sagst, ey, es kommt erstmal drauf an, wo ich lande. Genau das habe ich erhofft. Also zumindest, also naja, erhofft wäre ein bisschen falsch. Also das wäre das, was ich machen würde. Wenn mich das jemand fragen würde, das so zu sagen. Und dann kommt es natürlich auch drauf an, also was viele ja übersehen, wie du schon gerade gesagt hast, ist Wasser. Also Wasser ist oftmals das größere Problem als Nahrung. Ich meine, so ein Tier, ja, wo gibt es denn keine Tiere, außer du bist jetzt wieder in so einer Eislandschaft, aber auch da gibt es Eisbären und ähnliches. Aber Wasser, das ist echt so ein Knackpunkt, weil viele denken sich, ja, 80% der Erde bestehen aus Wasser, dann gehst du halt irgendwo hin und trinkst die Plörre, die du findest. Ja, entweder wird dir da ekelhaft übel von, weil du die ganze Zeit dann nur noch auf dem, schwimmst du gerade? Ja, ich versuche gerade nach unten zu schwimmen und das funktioniert nicht. Cooler Typ. Also, weil du einfach die ganze Zeit auf dem Pott sitzt und Dünnpfiff hast von dem Wasser, du wirst krank davon, hast also Bauchschmerzen. Oder was natürlich auch sein kann, du bist einfach irgendwann tot. Weil du dehydrierst und weil du Salzwasser getrunken hast. Alles drei Möglichkeiten, die man nicht unbedingt in Betracht ziehen möchte. Oder nicht unbedingt haben möchte, sagen wir es mal so. Denn das meiste Wasser, was man einfach so findet, ist nicht trinkbar. Auch die ganzen Ozeane, entweder das ist Salzwasser oder das ist voll mit irgendwelchen Keimen und so weiter. Das heißt, man muss das auf jeden Fall erstmal filtern. Und so eine Filteranlage zu bauen oder gefiltertes Wasser zu finden, das ist halt nicht so einfach. Weil es gibt überall sauberes Wasser, kein Problem. Aber das ist erst ab einer gewissen Tiefe zu finden. Oh, wie geil ist das? Oh, hier liegen tote Vögel, aber mit denen kann man gar nichts machen. So. Also ich mache mir jetzt hier schön mal mein Vorrat an Essen. Ich hoffe das zumindest. Kann ich vielleicht auch ein bisschen ungekochtes Fleisch da rein tun? So. Oh, ich kann Dosen und so weiter dahin tun. Riegel. Dosen? Sind Dosen neu oder gab es sie schon? Aber irgendwie kann ich nur... Hat das Ding echt nur zwei Plätze? Nee, die Dosen gibt es schon länger. Das ist nicht das Problem. Was Essen? Ich gerade gesehen habe, dass was man jetzt kann, ist auch noch mit Geldscheinen das Feuer anheizen. Ja, das habe ich auch gesehen. Aber mich interessiert viel mehr. Ich habe eine Uhr. Ich habe zwei Uhren. Was will ich mit zwei Uhren? Ich habe natürlich ein Walkie-Talkie. Sehr gut. Das haben wir ja beim letzten Mal schon ausprobiert, das ist auch nicht neu. Das Radio haben wir leider noch nicht gefunden, das ist nämlich auch noch sehr gut. Damit kann man durch die Ausdauer regenerieren. Ich habe ein Seil, ich habe Zähne, ich habe den Alkohol und ich habe jetzt halt diese Dose und das. Aber ich muss sagen, ich muss sagen, was mich noch ein bisschen stört... Und was ich noch sehr, sehr öde finde, ist einfach dieses Regal. Ich habe jetzt hier so ein Regal, aber das hat nur zwei Plätze, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja blöd. Aber ich meine, zwei Plätze, die du dann
nicht mehr in deinem eigenen Inventar hast. Das ist natürlich richtig, das ist natürlich richtig. Aber, naja, trotzdem. Snackbar. Weapon Rack. Was habe ich denn für Waffen? Also ich muss sagen, ich muss mich natürlich jetzt auch mal in so einer Aufnahmepause mal wieder ein bisschen damit beschäftigen, was es alles Neues gibt. Das haben wir jetzt gar nicht so gemacht. Wir haben gesagt, Leute, wir treffen uns heute hier mal und dann schauen wir einfach mal wieder rein. Auch das hier. Die Holzplattform, die gab es das letzte Mal schon, auch genau die Holzbrücke. Das fand ich aber noch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Auch die Sachen gab es beim letzten Mal schon. Oh, was ist das denn? Das probieren wir gleich mal aus. Das haben wir. Das baue ich auf jeden Fall noch. Fallen könnte man noch bauen. Holzboot. Genau. Ich würde sagen, anfangen tun wir, damit wir uns ein bisschen sportlich betätigen können. Mit dieser, wo war sie denn jetzt? Dieser Stange. Dieser Climbings. Ich meine, das hatte ich doch jetzt gerade richtig gesehen. Wenn ich es dann wiederfinde, genau. Offensichtlich kann ich die nicht bauen. Warum? Was kannst du nicht bauen? Climbing Rope. Die kann man. Willst du bauen? Genau. Oder ich kann die. Oder ich mir fehlen vielleicht. Moment, fehlen mir da vielleicht die Sachen für. Das kann natürlich sein. Vielleicht muss ich da auch irgendwelche Voraussetzungen für haben. Gut, das geht also schon mal nicht. Snackbar haben wir. Medizinschrank. Das ist eine gute Sache. Den könnte ich natürlich auch nochmal bauen. Damit meine Hütte auch mal ein bisschen Innenleben bekommt, ne? Das gute Innenfoyer. Genau, also wir brauchen natürlich inneneinrichtungstechnisch hier noch einiges, damit das alles hier ein bisschen hübsch wird. Also hier ist ja meine Schlafgegend. Ich möchte das jetzt nicht unbedingt in eine Schlafstätte reinbauen. Das heißt, ich baue das hier hinten an der Wand. So bei dem Tageslicht ist das echt schwierig zu sehen. Ist jetzt zu hell, oder wie? Ja, in dieser Hütte glänzt gerade, als ob ich im Himmel wäre. Fehlt nur noch der Engelschor. Der Engelschor auf jeden Fall. Und natürlich mein Heiligenschein, aber den habe ich natürlich von Geburt an eigentlich schon. Das wissen viele nur nicht, dass ich eigentlich ein gesandter Engel bin und darum auch eine Begegnung mit mir ein erleuchtendes Erlebnis ist. Man nennt mich auch lebende Legende. Das wissen viele auch nicht. Dabei nennen mich so viele so. Also, nicht wahr? Mit wem sprichst du? Ich habe gehofft, du untermauerst meine Aussagen, indem du jetzt lebende Legende sagst oder so. Also ich habe dich noch nie so genannt. Das Einzige, was du gemacht hast, du hattest dich mal im, wo wir Castle Crashers gespielt haben, hast du dich selber lebende Legende genannt. Und das ist natürlich, man kann sich ja nennen, wie man möchte, aber dann muss man auch von anderen so genannt werden, ne? Genau. Also gibst du zu, dass du mich, wenn ich mich lebende Legende nenne, auch lebende Legende nennst? Jetzt kommen wir doch mal zu. Okay, liebes Amt für Umbenennung. Also Geburtsabend oder keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade nicht ein, wo man das wohl macht. Ich würde schon sagen, irgendwo Standesamt. Standesamt würde ich von ausgehen. Ich komme morgen vorbei. Neuer Name ist lebende Legende. Trag da schon mal alles ein bei den Formularen. Ich bringe morgen Ausweis und alles mit und dann läuft das, ne? Der gute Charybdis kommt vorbei. In Deutschland geht das nicht. Ich glaube, hier in Deutschland geht das nicht. Ist ja nicht schlimm. Gehe ich mal kurz für ein paar Monate in die USA. Werde da Bürger. Das auf jeden Fall. Wo das irgendwie in Kanada oder Irland oh, oder so? Kanada. Da hat sich einer mit Vornamen The und mit Nachnamen Magician. Also The Magician. Also der Magier. So hat er sich umbenannt. Cool wäre, glaube ich, auch sicher. Cool wäre sicherlich auch die Maschine. Ich bin die Maschine. Ich bin eine Maschine. Ich kann alles. Ich bin nämlich die Maschine. Das ist natürlich auch ein cooler Name. Ja, ja. Man müsste mal bei Google suchen, irgendwie Weird Names oder sowas. Da gab es doch einen, der hat sich irgendwie Wutzli Butzbutz oder so genannt. Total verrückt. Ja, du musst dich jetzt nicht wirklich haben. Ich glaube, dann bleibe ich doch lieber beim neuen Namen, wenn ich höre, was die anderen Leute alle so machen. Charybdis klingt schon recht gut. Also wenn ich so im Leben angesprochen wird, na Charybdis, alles gut bei dir? Kann ich schon sagen, mit Stolz. Bei mir ist alles gut.
Also hier kreucht's und fleucht's gerade auch ganz schön ordentlich, muss ich sagen. Was kreucht und fleucht? Die Tiere. Ich habe mir gerade schon so einen Hasen geholt, ne? Okay, ich möchte ja auch nicht verhungern. Was sind denn deine weiteren Pläne? Also ich sag mal, ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen an der Inneneinrichtung. Tine Wittler kommt ja auch gleich noch vorbei und gibt mir ein paar Tipps. Die stürzt mit der nächsten Maschine ab. Das weiß ich nur noch nicht. Aber alle, die Lost gesehen haben, die wissen ja, das kann man beeinflussen. Wir müssen nur die jeweiligen Stationen finden. Und wenn sie dann gleich hier ist, dann machen wir halt noch ein bisschen einrichtungstechnisch. Vorhänge habe ich zum Beispiel noch nicht. Ja. Und was sind deine Pläne? Aua. Oh, ich habe dich gehauen. Ich wollte den Baum hauen. Tut mir leid. Das dauert nur eine Sekunde. Nein, jetzt fallen dir wieder so viele Stämme ins Wasser. Ist kein Problem. Ich habe dir mal zwei jetzt abgenommen. Jetzt klaust du mir schon wieder. Ja, schon wieder. Du hast. Du klaust mir ohne Mist. Ich habe jetzt das erste Mal welche weggenommen, weil meine, ich fälle immer vier Stück. Und wenn ich wiederkomme, sind die immer weg. Das heißt, ich musste immer wieder einen neuen Baum fällen. Weißt darum du, warum? Guck mal ins Wasser. Da sind alle deine Baumstämme. Bestimmt. Ja, guck mal ins Wasser, da sind deine Baumstämme. Nur weil deine jetzt da runtergerollt sind, müssen meine nicht runterrollen, weil ich laufe da jedes Mal gegen und dann bleiben die da nämlich liegen. Ja, das würde ich dann auch sagen, wenn meine ganzen Baumstämme ins Wasser fallen würden. Ja, da ist doch wieder jemand am Rumspinnen. Ja, aber was sind deine Pläne für die Zukunft hier auf der Insel des Schreckens? Ich werde mich mit dem Hausboot absetzen. Mhm. Und dann dem Zombies... Du meinst nein, das Hausboot, was nur auf dem Grund funktioniert und nicht im Wasser? Ich werde es natürlich da reinschieben. Ich werd's natürlich, ach so, du wirst es reinschieben. Zu Wasser lassen. Oh, ich weiß gar nicht, ob das geht. Das wäre natürlich eine coole Sache, wenn man das nur an Land bauen muss. Das wäre ja auch realistisch. Und wenn man es dann später so reinschubsen könnte. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass es nicht so funktioniert, weil es hat Treppen. Und warum sollte man ein Hausboot mit Treppen planen? Egal, ich kann auch nicht im Wasser bauen. Das ist ja totaler Mumpitz. Also, die Medizin... Geschichte gefällt mir schon mal wesentlich besser, weil da habe ich mehr Plätze. Also ich weiß nicht, also theoretisch, dieses Regal, das müssten noch mehr Plätze funktionieren. Aber ist ja gar nicht schlimm. Ich stelle mir jetzt erstmal hier Medikamente hin. Mein Drogenvorrat, ne? Wisst ihr Bescheid, wenn es euch mal schlecht geht? Kommt da zum Charybdis in die Hütte. So, und dann schaue ich mal, was ich jetzt noch baue. Und zwar so ein Waffen. Aber ich habe ja gar nicht so viele Waffen. Was soll ich denn mit so einem Waffending? Ich brauche erstmal passende Waffen, bevor ich mir so einen Waffenschrank baue. So. Aber was ich auf jeden Fall noch bauen muss, ist natürlich unsere Partyhütte, ne? Ich denke, wir sind uns einig, dass wir demnächst auch mal hier Party machen werden. Mit den Einheimischen. Oh, mit den Einheimischen. Ja, mit wem dachtest du denn, machen wir hier Party? Mit den Häsli-Butzlis. Was ist das denn? Man kann das ja in die Höhe. Man kann ein Gebäude jetzt in die Höhe machen. Das ist ja cool. Ich würde mir da jetzt gerne schon einen Turm rausmachen. Moment mal, da muss ich gerade mal schauen. Da muss ich natürlich jetzt mal schauen. Das ist natürlich jetzt interessant. Das ist wirklich interessant, wenn ich mir das nämlich so in die Höhe bauen kann und ich kriege da auch eine passende Treppe zu. Ich habe hier natürlich die Treppe und die Plattform. Dann ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass ich das so gleich auch als Ausflug habe, ne? So für nachts. So. Erstmal natürlich gucken. Also das ist schon die richtige. Und das würde ich schon. Die Frage ist, wo baue ich das hin? Oder baue ich das hier so vor an Ecke? Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil dann habe ich natürlich auch alles so ein bisschen im Blick. Das heißt, intelligent fände ich... Oh, warum dreht sich das denn jetzt? Jetzt wollte ich aufhören zu drehen? So ein bisschen schräg vielleicht. Nicht schräg, nee, schräg ist glaube ich öde. Ich weiß, ich drehe hier wie so ein Dönerspieß. Aber das macht du ja gar nichts. Du hast eine Zwiebel auf dem Kopf, du bist ein Döner. Ja, warum dreht sich das denn jetzt ohne Ende? Jetzt ist das wirklich wie so ein Dönerspieß. So, ich denke, so ist ganz gut. Und dann machen wir das hier höher. Dann haben wir nämlich hier,
Das Fenster ist noch frei und ich habe hier später so einen Ausguck, so einen Partyausguck. Was brauche ich denn noch? Oh, ne. Das gibt's aber jetzt nicht, da sitze ich ja ewig dran. Wo soll ich denn die ganzen Materialien herbekommen? Aber ansonsten gefällt mir das ganz gut. Nur das Bauen wird mir keinen Spaß machen. Naja, ist ja nicht schlimm. Wir haben ja zum Glück einen erfahrenen Holzfäller, der schon Holzfäller-Simulator 2014 und 2015 gespielt hat. Und deshalb, der hat sogar hier Bäume gepflanzt, oder? Ich habe keinen Baum gepflanzt. Aber hier sind wohl offensichtlich Setzlinge. Denn hier scheint's, als ob hier ganz viele Jungbäume sind. Komm einfach so nach, ja. Das finde ich ja mittlerweile sehr, sehr schön. Das ist auch etwas, was ich noch nicht kenne. Ah, sehr schön. Und wir wissen ja, alle Features, die wir noch nicht kennen, die können ganz gut sein. Aber was nicht so gut ist, ist das, was ich jetzt sagen werde, denn du wirst es ahnen, wo sind wir? Nein, bei 26 Minuten. Wir sind zwar erst bei 21 Minuten, aber das bedeutet Ende der Episode. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ciao.